Die Hinweise auf außerirdisches Leben werden immer erdrückender. Ein Experiment eines Wiener Forschungsteams legt jetzt nahe, dass unter der minus 200 Grad Celsius kalten Eisoberfläche von Enceladus, dem Saturnmond, Leben existieren könnte. Die Fachleute hatten die Bedingungen auf dem Saturnmond in aufwendigen Laborexperimenten simuliert. Dabei entpuppte sich ein japanischer Einzeller als wahrer Überlebenskünstler. Doch es gibt eine riesige Gefahr. Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Lebensfeindlicher als die Umgebung auf dem Saturnmond Enceladus kann es auf den ersten Blick nirgendwo sein, denn seine Oberfläche ist eisbedeckt und es herrschen Temperaturen von minus 200 Grad Celsius. Doch mit Hilfe der NASA-Sonde Cassini hatten Forschungsteams herausfinden können, dass sich unter der dicken Eisschicht ein Kilometer tiefer Ozean befindet. Der Grund dafür sind wahrscheinlich Gezeiteneffekte des Saturns. Zudem treten aus Rissen in der Nähe des Enceladus Südpols tausende Kilometer hohe Dampffontänen heraus. Und diese enthalten tatsächlich alle wichtigen Zutaten für Leben. Stickstoffverbindungen wie Methan, Ethan, Butan und Pentan und Salze, aber auch Wasser, Sauerstoff und Kohlenstoff. Forschende gehen deshalb davon aus, dass es auf dem Meeresgrund von Enceladus heiße Quellen gibt mit Temperaturen von bis zu 100 Grad Celsius. Orte, an denen es auch hier auf der Erde vor Leben nur so wimmelt. Vor allem Methan gilt als wichtiger Hinweis darauf, dass auf dem Saturnmond Enceladus Leben existieren könnte. Denn dieses Spurengas entsteht hauptsächlich bei biologischen Prozessen unter Luftabschluss, die auf Mikroorganismen zurückzuführen sind. Somit gilt Methan schon seit langer Zeit als Biomarker bei der Suche nach Leben in unserem Sonnensystem. Ein aktuelles Experiment eines Wiener Forschungsteams zeigt jetzt, dass mikrobielles Leben, wie wir es von unserer Erde her kennen, auch auf Enceladus möglich sein könnte. Dazu nutzen die Fachleute Mikroorganismen aus der Gruppe der Archaea, die extreme Bedingungen wie hohe Temperaturen und Druck aushalten. Diese Mikroben mit der Bezeichnung Methanothermococcus okinawensis kommen vor allem in der Okinawa-Senke vor, die sich fast 1000 Meter unter dem Meeresspiegel befindet, ein eigentlich lebensfeindlicher Ort. Zudem verstoffwechseln diese Mikroorganismen, die in der Fachsprache auch Methanogene genannt werden, Wasserstoff und Kohlendioxid. Konkret nutzen sie molekularen Wasserstoff, H2, als Energiequelle und Kohlendioxid, CO2 als Kohlenstoff und Energiequelle, um Methan CH4 zu metabolisieren, also um daraus ihre Energie zu gewinnen. Dazu der Biotechnologe Simon Rittmann, der an der Studie beteiligt war. Insbesondere ein Stamm aus der japanischen Tiefsee, der an sehr hohe Temperaturen und hohen Druck angepasst ist, war besonders geeignet. In ihrem Experiment bauten die Fachleute also die möglichen Bedingungen des Saturnmondes Enceladus nach und analysierten dann, vereinfacht gesagt, wie hoch die Methanproduktivität der Methanogene war. In den Experimenten zeigte sich schnell, dass diese Mikroorganismen unter den Bedingungen, die der Saturnmond bietet, sogar vermehrungsfähig sind. Die Experimente wurden sehr aufwendig gestaltet und so wurden auch die astronomisch-geologischen und die chemisch-physikalischen Bedingungen, die vermutlich unter dem Eismantel des Saturnmondes herrschen, simuliert. Und das Ergebnis ist eindeutig. Simon Rittmann fasst es so zusammen: Wir haben gezeigt, dass Methanogene unter Enceladus-ähnlichen Bedingungen vermehrungsfähig sind und ein Teil des in den Wassereisfontänen nachgewiesenen CH4 daher prinzipiell biologischen Ursprungs sein könnte. Wow. Selbst bei einem Druck von 50 Bar waren die japanischen Tiefseemikroben noch in der Lage, sich zu vermehren. Bei einem noch höheren Druck allerdings nahm ihre Aktivität ab. Das im Labor simulierte Enceladus-Meer zeigte aber auch, dass sich auch noch weitere Archaea vermehren konnten. Das Forschungsteam aus Wien schließt daraus, dass Eismonde wie Enceladus oder der Jupitermond Europa, der ebenfalls einen unterirdischen Ozean besitzt, gute Aussichten bieten, außerirdisches Leben zu entdecken. Vielleicht sogar noch bessere als der Mars, auf dem ja derzeit nach Methanquellen gesucht wird. Klar ist dabei aber auch zu berücksichtigen, dass die Bedingungen, die nun im Labor nachgestellt wurden, nicht unbedingt 1:1 denen des unterirdischen Wasserozeans auf Enceladus entsprechen, trotz des riesigen Aufwands. Bestimmte Biosignaturen, wie beispielsweise Lipide oder bestimmte Isotopenverhältnisse, könnten langfristig gesehen aber dabei helfen, methanbildendes Leben auf dem Enceladus aufzuspüren und diese Vermutung ein für alle Mal zu belegen. Doch die aktuelle Studie
Studie aus Wien macht auch noch eine andere Sache deutlich. Und das ist eine große Gefahr. Raumsonden von der Erde stellen möglicherweise eben eine große Gefahr dar, denn sie könnten Eismonde wie Enceladus im schlimmsten Fall mit irdischen Organismen kontaminieren, weil diese eben unter den Extrembedingungen überleben könnten. Und noch eine andere Frage ist super spannend. Bestehen Aliens aus Fleisch und Blut? Hier geht's zu diesem Video. Unbedingt anklicken, anschauen und unbedingt Neugierzone Wissenschaft gewissenhaft abonnieren. Ich zähle auf euch. Bis dann. Bleibt dran.